Naja, wir müssen erstmal sehen, dass wir hier das dritte Rennen auch noch abschließen. Und danach können wir dann sehen, ob da weitere Rennen folgen. Es werden auf jeden Fall weitere Folgen folgen, weil ich die Aufnahmesession noch nicht beende. Haha. Mount Panorama Motor Racing Circuit. Weiß ich gar nicht, sind wir denn schon mal gefahren? Ich meine, garantiert sind wir denn schon mal gefahren, aber ich weiß jetzt leider nicht so viel vom Track. Egal, wir müssen mal gucken, ob das alles so hinhaut. Ach so, doch, jetzt klar. Jetzt ruft sich alles hier in Erinnerung, weil wir die Werbeschilder am Anfang gesehen haben. Und hier gibt es doch die ein oder andere fiese Kurve. Das war das so, ne? Und wir haben schon wieder unser Getriebe nicht eingestellt. Wir sind die derbsten Pros, Leute. Ich sag's euch. Naja, dann ist das vielleicht der kleine Nachteil, den wir uns erhalten sollten, weil wir ja schon 600 PS haben und die anderen nur 550. Dafür haben wir dann ein schlechteres Getriebe eingestellt. Oder das Getriebe schlechter eingestellt. Und hier wieder am Calibra vorbei. Sehr nice, dass wir den immer liegen lassen. Tut mir zwar leid für den, aber ist schön für uns. Boah. Zack. Ja, hier gab es die ein oder andere hinterhältige Kurve. Auf jeden Fall. Gerade auch dann später in höheren Geschwindigkeiten. Das kommt, glaube ich, gleich noch, ne? Je nachdem, welches Streckenlayout das hier dann ist. Entschuldige! Ich einfach mal den Schulze gerammt. Den Schulze Motorsport. Das gibt's doch gar nicht. Den alten Japaner. Den T. Wasabi. Ne, Watabe. So. Haben wir uns auch überholt. Dann haben wir hier vor uns einen alten M3. Einen E46. M3 GTR. Oder GT3. Wie auch immer. Ich kenne die ganzen Tourenwagenklassen nicht. Aber sah damals auch schon recht nice aus, wenn ich mal so nach hinten gucke, so von vorne, ne? Hat schon was. Mit den gelben Lichtern und so, also das hat wirklich Retro 24 Stunden Nürburgring Feeling, sag ich mal, von früher, wenn man noch so Eurosport geguckt hat, ich so als kleiner Döpp und obwohl gar nicht so klein. So klein kann ich eigentlich gar nicht gewesen sein, weil der E46, den gibt es ja noch gar nicht so lange jetzt, wenn man mal in meine kindliche Vergangenheit zurückschaut. Aber trotzdem, ich sag mal, diese rote Viper ACR, glaube ich, auch mit gelben Lichtern. Auch so die Viper aus dem Baujahr von einem M3 E46 vielleicht. Das sind auch so ikonische Karren, wenn man dann mal 24 Stunden Nürburgring auf Eurosport gesehen hat, ne, dann hat man diese Karren im Blickfeld oder auch die Porsches, die da mitgefahren sind und hier die Bremspunkte verkackt haben. Tut mir leid. Da müssen wir den Falken Nissan Skyline ins Kiesbett schicken. Ja, da tut mir echt leid. Da haben wir jetzt gerade mal wieder den Autoscooter rausgelassen, die Bumpercars. Tut mir echt leid, war keine Absicht. Ich habe mich ein bisschen verquatscht und den Bremspunkt übersehen. Genauso wie hier eigentlich, obwohl das noch hinhauen würde, wenn da nicht der Kollege gewesen wäre, dem wir noch hätten ausweichen müssen. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor froh, dass wir hier noch den Allradantrieb drin haben. Und nicht auf ein Fahrzeug umgestiegen sind, was Heck angetrieben ist, weil diese Strecke, gerade auch mit ihren Höhen und Tiefen, mit den Ups und Downs, Hoch und Runters, ist dann doch sehr anspruchsvoll und kann hier und da. Ach du Scheiße! Was mache ich denn? Alter! Kann auf jeden Fall hier und da dann zu Unruhe im Fahrzeug führen. Ey, ja, und ihr seht, hätten wir jetzt Heckantrieb gehabt, wäre das wahrscheinlich schon Jahre vorher passiert. Schon in der ersten Runde, erste Kurve, wären wir direkt schon rausgeflogen und hier müssen wir wieder den A4 wegrammen, bis wir zur Seite schieben. Tut mir leid. Aber, er soll sich halt trösten. Er hat das DIN A4-Blatt erfunden. Ja, was ist los? Das reicht ja wohl. Kannst du mir ja wohl den Sieg hier gönnen. Ich muss hier noch vorbei. Außerdem muss ich noch zwei Leute aufholen, die arschweit weg sind. Ich sehe die weder auf der Minimap noch hier auf der Geraden irgendwo. Das ist nicht cool. Wir haben natürlich noch drei Runden Zeit. Aber sind was... Oh, 9 Sekunden haben wir aufzuholen. Alter. Alter Schwede, das ist nicht cool. Selbst wenn wir jetzt Dritter werden, dann hätten wir genauso viele Punkte wie der Thalberg wahrscheinlich, weil der immer Zweiter geworden ist, ja. Und dann hätten wir quasi Gleichstand. Da weiß ich nicht, wie Gran Turismo das dann wertet. Der mit den meisten Siegen, ob der dann gewinnt, das wäre dann ich. Oder ob das irgendwie anders gewertet wird. Wir gucken erstmal, dass wir vielleicht die beiden Typen hier noch kriegen.
Jawohl, die Kurve haben wir jetzt gut gekriegt einigermaßen. Allerdings gibt es hier viele Geraden und wo wir jetzt keinen Windschatten ausnutzen können, ist das wirklich nachteilig für uns. Weil unser Getriebe einfach mal schlecht eingestellt ist, kann ich noch im vierten bleiben? Na, sollst du doch mal runtergehen. Aber auf den Geraden sind die alle schneller als wir. Und das heißt, wir müssten eigentlich unsere Schwäche, die Kurven, müssten wir optimal nutzen, um wirklich gut aufzuholen. Und leider sind die Kurven aber unsere Schwäche, wie man hier sieht. Deswegen wird es da schwierig. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch hinhaut, jetzt hier in der restlichen Zeit noch die beiden Kollegen da einzuholen. Die M3 ist da vorne. Ich glaube, wir kommen näher. Ich sehe die zumindest immer näher auf der Minimap. Vielleicht ist das ja auch ein Anzeichen dafür, dass wir wirklich näher kommen. Mal gespannt, was die nächste Zwischenzeit sagt. Da, 5 Sekunden, jawohl, wir kommen auf jeden Fall näher. Jetzt dürfen wir uns bloß nicht verfahren und hier Unfälle bauen oder so. Links gegen die Wand zweimal einschlagen, das dürfen wir dann nicht machen. Deswegen lassen wir das auch direkt sein. So, und da sehen wir sie schon, jawohl, wir kommen auf jeden Fall näher. Sind in der dritten Runde, das heißt, wir haben noch 2 Runden mindestens vor uns. 2 Runden und restliche Runde 3 hier. Aber man sieht schon deutlich, wie die auf der Geraden abziehen. Da wird der Abstand immer größer. Jetzt nicht laut Zeitmessung, aber laut eigener Sichtung hier sozusagen. Die fahren bestimmt so 270, 280 auf der Geraden. Gerade auch, wenn die sich gegenseitig im Windschatten da hochbauschen. Wir fahren allerdings so 250, 260. Und das macht sich dann doch schon bemerkbar. Oh, hier bremsen wir auch ein bisschen früh. So, sind jetzt gleich in der vierten Runde angekommen und haben ein, zwei Sekündchen aufgeholt, aber noch nicht wirklich viel, möchte ich mal sagen. Sind immer noch bei 5,3 Abstand. Haben wir die Kurve mit Glück noch gekriegt, aber das reicht leider nicht, um schon in den Windschatten der Kameraden da vorne zu kommen. A. Polo, der Spanier, und T. Thalberg, der Deutsche. Und Duki abgefahren, der andere Deutsche, der sich dann den ersten Platz erkämpfen wird. Eine halbe Sekunde haben wir jetzt schon wieder aufgeholt. Seit letzter Zeitmessung. Wunderbar. Wieder voll aufs Gas. Jawohl. Und wir holen auf. Bei jedem Bremspunkt können wir ein bisschen Zeit gewinnen. Das ist wunderbar. Allerdings mag ich diesen Abschnitt der Strecke überhaupt nicht. Aber es reicht trotzdem, um hier noch dran zu kommen. Wir sehen jetzt deutlich die beiden Gegner, die beiden Kontrahenten hier vor uns, die uns noch fehlen. Komm dran hier. Und das ist auch schon wieder Windschattenbereich. Das ist sehr gut. Wir schnellen hier nach vorne und schnellen auch über die Grasnarbe. Drängen ein bisschen ab. Aber auch gar nicht so schlimm. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, in einem Online-Rennen würde mich das auch nerven, wenn mich so ein anderer Spieler überholen würde. Aber das ist ja hier, ganz ehrlich, das sind doch KIs. So, was soll ich denn da? Soll ich da ein schlechtes Gewissen haben oder was? Dass der abends jetzt rumheult und seine Frau und Kinder belastet mit seiner schlechten Laune, nur weil ich ihn da abgedrängt habe? Ich glaube nicht. Nee. Da habe ich lieber schlechte Laune, weil ich hier so einen Scheiß baue und jetzt den Rückwärtsgang finden muss. Jawohl. Und erster Gang. Los geht's. Was zur Hölle war das denn jetzt? Was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Wir müssen wieder aufholen. Ey. Ach, ich raste aus. Wie konnte das denn jetzt passieren? Oh, war das schlecht. Wir haben zum Glück genug Abstand auf Platz 4, 5 und folgende. Aber wir müssen jetzt wieder 7 Sekunden rausholen in 2 Runden. Oder in einer Runde noch ein bisschen. Scheiße. Das war ja mal mega unnötig. Und genau ist das hier unnötig. Genauso auch. Ah, schnell runter vom Dreck und wieder auf die Straße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Das Gute ist, der Polo ist vorne. Und der Thalberg war ja immer ein bisschen schneller. Das heißt, er wird den gleich noch überholen. Und wir können vielleicht dann den Windschatten vom Thalberg ausnutzen, wenn wir da jetzt gleich noch drankommen. Ist das schon Windschattenbereich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das wird noch nicht reichen für Windschatten. Oder etwa doch, oder etwa doch. Wir kommen schon ein bisschen ran, glaube ich. Ja. Wir kommen ran und jetzt so langsam reicht es auch für den Windschatten. Da sehen wir unsere Tachonadel deutlich in die Höhe schnellen. Hier können wir noch später bremsen. Das heißt, wir kommen so an den vorbei. Sind wieder auf Platz 2. Wunderbar. So ist uns die Meisterschaft auf jeden Fall sicher. Aber ich will natürlich Platz 1 haben. Wir wollen alles auf Gold. Wir sind Goldhuren.
Opala, links wieder eingeschlagen. Mann, 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 da wird unser Team einiges zu tun haben, um unsere Karre wieder zu reparieren und fürs nächste Rennen fit zu machen. Sofern es denn eins geben sollte. Jawohl, wieder Erstplatzierter. Sehr schön. Alter. Ja, den Fehler müssen wir jetzt auf jeden Fall vermeiden. Es ist die letzte Runde. Ich habe es jetzt definitiv gesehen, dass da 5 von 5 steht. Oh, hier noch einmal rum. Jawohl, dann noch einmal die kleinen Pissschikanen hier machen. So, links. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht in den zweiten runtergehen. Können wir direkt im dritten bleiben. Zack, hier nochmal wieder abbremsen. Oh, oh. Ja, hier dann wieder in den zweiten. Hätten wir ein bisschen mehr abbremsen müssen. Aber sind immer noch auf Siegerkurs. Wunderbar. Hier nochmal stark runterbremsen in den zweiten und rumkommen. Dann wieder rausbeschleunigen. Jawohl. Das haut doch alles hin. Der dürfte jetzt nicht mehr bei uns im Windschatten sein. Sehr schön. Das heißt, wir können hier nochmal bisschen Abstand gewinnen. Vielleicht beim Bremsen nochmal das ein oder andere Sekündchen und dann sind wir auch schon auf Zielgeraden, Kurs. Der ist aber doch verdammt echt schneller hier auf der Geraden. Ich meine, wir fahren auch 2,70. Aber er scheint ja doch die bessere Beschleunigung zu haben. Oder generell alle Gegner. In diesem Konstrukt. Dritter, zweiter Gang hier nochmal runter, 90 Grad Kurve, die letzte und dann geht's auf Startziel und damit ist unser Schicksal besiegelt. 100 Punkte wieder im Sack, bam, jawohl, Ziel erreicht, sehr schön. So, erstplatzierter Rennen 3 und wir gucken einmal, ob es noch ein nächstes Rennen gibt oder ob wir jetzt schon die Meisterschaft abgeschlossen haben. Und dann, na, schwarzer Bildschirm. Ah ja, die Wiederholung, die können wir erstmal getrost skippen eigentlich. Was eigentlich auch schon immer ganz nice aussieht. Man kann sich nochmal die Karren angucken, die man am Anfang so überholt hat. Hier zum Beispiel der Scirocco, zack, direkt gekriegt. Mit Frontantrieb und wahrscheinlich nicht mehr als 300, 400 PS. Nee, was will er da noch großartig entgegensetzen? Aber wir brechen die Wiederholung auch jetzt schon mal ab hier. Und gucken, was uns noch erwartet. In der Tourenwagen-Weltmeisterschaft bis 550 Leistungspunkte. Na. Jawohl, es gibt kein nächstes Rennen. Das heißt, wir haben diese Meisterschaft als Numero Uno belegt. Malotze Techno knallt uns entgegen hier. Und 93.000 kriegen wir als Vergütung. Wunderbar. Noch einmal X'en hier. Mal gucken, ob es auch ein kleines Präsent gibt. Na. Öffnet sich die weiße Box? Ich weiß es nicht. Nee, öffnet sich nicht, alles klar. Aber immerhin zufriedenstellend hier, alles auf Gold. Wunderbar, 9 Sterne im Sack oder sogar mehr. Nee, sind 9, alles klar. Jetzt ist auch die Tourenwagen-Weltmeisterschaft für 600 Leistungspunkte freigeschaltet. Und da auf dem kleinen Thumbnail da, auf dem kleinen Vorschaubildchen, sehen wir auch die Corvette, die ich gerade meinte, beziehungsweise die Viper, die ich gerade meinte. Und deshalb, nur um die zu zeigen, gehe ich jetzt einmal zum Autohändler. Jetzt müssen wir ganz kurz das Öhrchen abwarten hier, weil ich lade gerade noch hoch und dann ist die Verbindung immer so ein bisschen schlecht hier und der macht gerade eine Abfrage, ob es eine Saisonveranstaltung oder ein Update gibt oder so. Müsste man leider mal ganz kurz tolerieren, aber ich überquatsche das einfach mal und erzähle zum Beispiel, dass ich einen sehr kleinen Finger habe, der ziemlich klein und auch dünn ist. So, jetzt können wir auch weitermachen hier. Zack, Autohändler. Und dann gehen wir einmal kurz nach Amerika, Asien, Pazifik, ne, noch einen weiter. Gucken uns nach Dodge um, wahrscheinlich doch, oder? Ja, ich denke doch mal. Ne, ist nicht hierbei, schade. Wie hieß die denn? ACR oder was? Oder AEM? Ne, das ist ein Honda S2000. Acura wird es auch nicht gewesen sein. SRT vielleicht, das könnte doch sein, ne? Noch nicht ganz. Da ist sie doch! Jawohl, das sind sie doch. Genau die habe ich gemeint. Die sind auch aus Gran Turismo 5, aus Gran Turismo 4. Da gab es die überall schon. Leider auch nur jetzt hier in der schlechten Variante. Das heißt, ohne Cockpit, ohne Showroom an sich. Das ist ein bisschen schade. Das ist aber echt schade. Ich hätte gerne Viper und ich bin wirklich mit der SRT 10 ACR am Liebäugeln. Weil das ist schon ein geiles Teil, muss man ganz ehrlich sagen. 450 kW, 580 Leistungspunkte. Wir würden also auch genau in unser Schema passen für die 600 Leistungspunkte Rennen. Passt mal auf, was kostet die denn? 100.000. Ich glaube, die können wir mal getrost
investieren, oder? Ich habe Bock auf ein neues Fahrzeug. Ist zwar wieder eine derbe, biestige Heckschleuder, aber da müssen wir mal gucken, dass wir da mit zurechtkommen. Erstmal genießen wir das Optische. Sehr schön. So, wenn wir das Fahrzeug liefern, freuen wir uns, dass wir gleich den Zaun hören dürfen. Da bin ich mal gespannt, wie der klingt. Ja, eher harmlos, würde ich mal sagen. Irgendwann... Entschuldigung, wenn ich mit dem Aufstoßen fertig bin, werden wir uns auch mal diese kaufen. Die Viper GTS, der Launch Edition. Ich habe eh Bock auf Vipers, die sind richtig geil. Auch hier ein Challenger SRT wird drin sein, das werden wir uns alles nochmal holen. Hier den, oh, schön, schnieke, sieht richtig geil aus. Aber erstmal sehen wir zu, dass wir einmal kurz in die Tuning-Einstellungen unseres neuen Fahrzeuges kommen. Wir kaufen doch bestimmt hier Rennreifen, oder? So, Rennhard. Sind wir doch immer für zu haben, 17.000, die können wir auch ausgeben. Aufhängung dürfte ja schon alles... Naja, guck mal, Rennbremssatz ist noch nicht mal montiert. Ja, den hauen wir doch drauf. Und auch noch Standardfedern. Nee, komm, da gibt's auch ein dickes Renngetriebe. Wir rösten die Karre mal eben richtig auf. Alles, was nicht Leistungspunkte bringt. Ach, jetzt bin ich hier rausgegangen. Antrieb, Getriebe. Da ist bestimmt auch noch das Standardgetriebe drin. Da machen wir ein voll anpassbares rein. Gehen dann runter auf den Antrieb. Differential. Ja, das nehmen wir auch natürlich. Zack. Und auch das Dreischeiben-Kupplungsschwungrad, den Kupplungssatz. Und die Carbon-Antriebswelle ist auch in unserem Besitz. Können wir noch leistungsmäßig was machen? Ey, krass, da können wir noch richtig was machen. Ja, klar, ich habe ja vergessen, dass das eigentlich ein Straßenfahrzeug ist. Komm, den Kompressor ballern wir mal drauf einfach. Wir gehen vielleicht noch hin und machen das Motorentuning. Haben so 600 Leistungspunkte. Ein Rennauspuff muss aber eigentlich auch sein. Und ein Auspuffkrümmer und dann auch der Katalysator. Hier, zack, 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 bin ich voll mit dabei. Und der Einlass muss dann auch getunt werden. Wenn schon, denn schon, oder? Das Motortuning bringt uns dann auch mal... Ne, noch einen weiter. Wo können wir da hin? 799 kW. Alter Schwede, 659 Leistungspunkte. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch mal im Auge behalten. Ich werde aber, glaube ich, nicht höher gehen, was die Leistungspunkte angeht. Und wir können sogar noch Gewichts reduzieren. Ja, das ist ja der Hammer. Auf Stufe 1 gehen wir auf jeden Fall. Ja. Das spart uns nämlich wieder über 100 Kilo und das wird auf jeden Fall nützlich sein. So, jetzt ist die Frage, können wir so noch teilnehmen? Ich denke doch schon, ne? Ram, bam, ba, ram, bam, bam. Jawohl, und da haben wir es wieder mit 3 Rennen zu tun. Und wir checken einmal, was hier so steht. Eine bedeutende Veranstaltung, bei der Tourenwagen aus aller Welt und unterschiedlichsten Rennkategorien gegeneinander antreten. Also quasi derselbe Text wie gerade, bloß dass da jetzt 600 Leistungspunkte anstatt 500 steht. Bla, ne? So, und wir können auch antreten, das ist wunderbar. Haben uns dann die Rennreifen zurechtgekauft. Reifen, Rennen, hart oder weniger. Jawohl, also drücken wir auf Start. Und jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, ob wir mit einem schwächeren Fahrzeug gegen stärkere Gegner quasi ankommen, ja? Außerdem ist es, also es ist nicht nur leistungsmäßig schwächer. Wir könnten jetzt hier 650 Leistungspunkte maximal haben, haben aber nur 624 oder so. Außerdem haben wir noch Heckantrieb. So, die Traktionskontrolle kommt natürlich raus, deswegen bin ich da mal gespannt, ob das so hinhaut, dass alles so klappt. Grand Valley, der erste Track. Naja, müssen wir sehen. Ich habe leider nicht gesehen, was für Gegner wir jetzt zum Antreten haben. Zum dagegen antreten haben, so. Aber es kann losgehen. Und jetzt muss ich aber auf jeden Fall auch hier manuell schalten. Weil genau das macht der Kollege hier auch, der Virtuelle. Und dementsprechend halten wir es... Alter, was ist das denn jetzt? Ja, direkt schon mal das erste Mal im Kiesbett gelandet hier. Natürlich uncool. Aber kann ich mir jetzt auch gerade nicht erklären, warum das passiert ist. Wahrscheinlich zu schnell gewesen. Und irgendwie die Bremse als zu stark eingeschätzt oder so. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verschalten hier. Ich bin gerade schon 2-3 Mal in den Begrenzer gelaufen. Das ist nicht gut. Oh. Und da haben wir uns schon wieder verschaltet, jawohl. Also, man merkt auf jeden Fall ein deutlich stärkeres Force-Feedback. Aber stärker auch nur im Sinne von kräftiger, ja? Also, die Effekte an sich sind stärker. Was ich aber mal sehr geil finde, ist der Sound eigentlich. Der hat leider noch zu viel Staubsauger, ja? Aber dieses Knattern, was man unten drin hört... Das finde ich mal richtig geil. Och, komm.
Ach komm. Ach Mann, ey. Ja, es ist schon wieder was ganz anderes auf jeden Fall als der GTR, der Nissan. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie Schritt halten können. Aber das wird schon klappen. Naja, ich finde das Klattern, das Knattern untenrum auf jeden Fall richtig geil vom Geräusch eigentlich her. Da ist eine gute Basis, um da ein schönes Geräusch zu machen, sag ich mal. Ein bisschen mehr Bass rein, ein bisschen mehr, dass es mehr dröhnt und nicht knarzt. Jetzt knarzt ja noch alles und dann kommt noch dieses dazu von so einem Staubsauger. Ist natürlich auch nicht so nice. Aber wie gesagt, das Knattern an sich könnte schon gut einen Viper-Motor nachempfinden, wenn es denn ein bisschen besser gemacht wäre. So, und wir scheinen eine etwas bessere Einstellung zu haben als gerade. Wir fahren 320 Grad, das ist schon mal super. Und ich verschalte mich noch und nöcher. Hupala, da rasen wir in die ersten Reihen. Das tut mir natürlich leid. Wir haben SLS AMG GT3. Sehr nice, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen hier, ne? Sehr schön. Da ist er. Dann haben wir vor uns einen Z4 GT3. Und davor, glaube ich, ein NSX Racing Car. Ach, und ich gehe immer in den Leerlauf. Müsste mal darauf achten. Immer wenn ich im Leerlauf bin, habe ich mich verschaltet. Und dann habe ich quasi die Kupplung zu früh losgelassen. Und der Gang war noch nicht richtig drin. Und hier habe ich mich quasi nur ein bisschen ins Übersteuern geritten. Boah, das ist ja mal echt schlecht, was wir hier machen. Oder ich hier mache. 22 Sekunden auf Platz 1 aufzuholen. Wir haben natürlich wieder 5 Runden Zeit. Aber das wird echt schwierig hier. Wir müssen ein bisschen konstanter fahren und überhaupt mal die Bremspunkte einhalten. Das scheine ich hier gerade noch überhaupt nicht rauszuhaben. Ich bleib jetzt einfach mal im dritten Gang, so faul wie ich bin. Ne, komm, wir gehen zurück. Zack. Boah, der hat aber auch schlechte Bremsen. Sind wir denn so fett oder was? Wir haben doch die Rennbremsen eingebaut. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, ich muss viel stärker und viel intensiver bremsen als mit dem GTR. Ich glaube, der war auch ein bisschen leichter. Ich glaube, da hatten wir schon Stufe 3 des der Gewichtsreduzierung eingebaut. Aber hier, guckt euch das mal an, ey. Das kann doch nicht sein. Ah, schon wieder verschaltet. Da, jetzt. Müssen wir noch ein bisschen üben hier. Vorsichtig im zweiten Gang rausbeschleunigen, jawohl. Dritter Gang. Ein bisschen aufpassen, jawohl. Und da können wir im vierten Vollgas geben, da passiert erstmal nichts. Sehr schön. Und hier können wir den Windschatten jetzt mal ein bisschen ausnutzen, die zwei R8s hier überholen. Und haben noch 18 Sekunden auf, die ersten beiden Plätze aufzuholen. Nee, ach, guck mal. 18 Sekunden auf Platz 1 aufzuholen, aber wir sind auch erst Sechster. Das heißt, da kommt noch ein ganzes Feld, was wir überholen müssen. Und dann kommt wahrscheinlich erst der Erstplatzierte, der sich ein bisschen absetzen konnte schon. Zack, so, und jetzt mal ein bisschen früher bremsen. Jawohl. Gang gekriegt, Bremspunkt gekriegt und jetzt schön vorsichtig rausbeschleunigen und konzentriert hochschalten, dass auch nichts passiert. Ah, jawohl, das geht gerade eben noch. Sehr gut. Hupala. Naja, hier die Kurve wieder verkackt. Gerade auch schon wie in dem ersten Turnier, was wir gefahren haben. In der ersten Weltmeisterschaft. Wir sind natürlich jetzt schon Weltmeister in der Kategorie 550 Leistungspunkte. Aber Königsklasse und hier auch 600 Leistungspunkte, das kommt natürlich alles erst noch. Und hier müssen wir erst nochmal beweisen, dass wir gut mit dem neuen Fahrzeug zurechtkommen. Zack, dritter Gang rausbeschleunigen. Was sagt der Abstand? Noch 12 Sekunden auf Platz 1. Ja, okay, also wenn wir konzentriert fahren, kann das wirklich hinhauen. Krass, jetzt habe ich gerade ein bisschen, bin vom vierten in den zweiten gegangen, aber da war die Drehzahl wohl noch ein bisschen zu hoch. Das heißt, die Hinterräder haben blockiert beim Zurückschalten und das hat uns in leichtes Übersteuern versetzt. Ah, jawohl, da ist das Feld. Da sind die nächsten Opfer. Und der Erstplatzierte konnte sich noch gar nicht so weit absetzen, oder? Ist ja schon ein bisschen weit weg. Na, ah, scheiße, der ist schon weit weg. Vor uns sind Platz 5, 4 und 3. Dann hat sich der Zweitplatzierte schon ein bisschen abgesetzt. Oder?
Ne, gar nicht. Da ist auch schon der Erstplatzierte. Alles klar, den könnten wir also noch kriegen. Wo wir sind schon in der vierten Runde. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, quasi. Natürlich nicht zu viel, weil wir sonst überall rausfliegen. Das ist natürlich kacke. Ach, komm schon, mach uns Platz. Hier können wir ein bisschen vorbei. Na, auch nicht ganz, müssen wir auf der Bremse. Und da vorne sind die zwei Vipers, die wir uns gerade schon angeguckt haben. Die zwei Viper natürlich ohne S oder Z am Ende. Hier haben wir die Kurve endlich mal nicht verkackt. Dafür hier wieder anständig. Entschuldige. So, und das sind unsere älteren Brüder. Die haben natürlich schon ein paar mehr Jahre und Kilometer auf dem Buckel und sind technisch nicht ganz so fit wie wir. Oder ist das da vorne auch eine? Nee. Das ist zwar auch eine Viper, aber keine wie wir haben. Jawohl. So, wir sind Dritter in der vierten Runde. Können wir das noch schaffen, ist die Frage. 1,5 Sekunden Abstand auf Platz 1. Dürfte vom Papier her, von den Zahlen her drin sein. Bin ich bloß gespannt, ob wir da mithalten können. Oh, und Platz 1 ist ein Ford GT40, so wie es aussieht, ne? Jawohl. Ford GT40 Racing Car. Der hat auch so einiges auf dem Kasten. Oh, und wir schieben hier die ganze Zeit unseren großen Bruder an. Der soll noch mal ein bisschen in die Pötte kommen. Jawohl. Und da können wir uns auch schon auf Platz 1 kämpfen. Hier auf der Bremse in der letzten Kurve der vierten Runde. Jawohl. Und unser Beschleunigungsvorteil, den wir doch wahrscheinlich haben, ein bisschen ausspielen. Ja, okay. Windschatten haben die jetzt, ne? Ist natürlich klar, dass der da richtig gut mithalten kann. Aber wir fahren 300 plus km/h. Das ist super. Und haben uns hier verbremst. Das ist richtig schlecht, richtig scheiße. Schnell wieder auf die Strecke kommen. Schnell wieder Gas geben. Nicht angerempelt werden hier von der anderen Corvette. Von der anderen Viper meine ich natürlich. Scheiße, ey. Boah, jetzt müssen wir wieder kämpfen. Zwei Plätze noch aufzuholen in der letzten Runde. Was ist uns da wieder passiert? Wir sind so... Also ich bin so unkonstant unterwegs hier, was das Fahren angeht. Aber immerhin... konzentriere ich mich jetzt ein bisschen mehr aufs Schalten auch, dass da schon mal keine Zeit liegen bleibt, weil wir einfach mal den Gang nicht treffen. Jawohl. Na. Schnell mal in den zweiten zurück. Wir waren fast schon wieder gefailt und hätten versagt. Aber geht gerade eben noch. Wir holen zwar keine Zeit wirklich raus. Opala, Entschuldigung. Ach, sind auch ein bisschen mit unfairen Mitteln unterwegs, aber immerhin jetzt Platz 2. Vorsichtig, vorsichtig. Hier auch im Kurvenausgang in den dritten geschalten und dann kommt natürlich ein Übersteuern, wenn man direkt aufs Gas tritt. Ach, hier den Gang schon wieder nicht getroffen, das gibt's doch nicht, ey. Da geht die Drehzahl natürlich direkt in den Keller und man hat ein ganz anderes Fahrgefühl vom Fahrzeug, weil man den Gaseinfluss nicht mehr hat. Scheiße, oh, das ist die letzte Kurve. Oh, oh. Ich habe ein bisschen versagt gerade. Ich hätte in den zweiten gehen müssen, um noch etwas schneller hier sein zu können. Ja, schade. Wären wir nur Zweiter, boah. Da hätten wir fast noch einen Unfall gebaut und wären nur Dritter geworden oder Fünfter oder so. Ah, schade. Ja, okay, haben wir so das erste Rennen hier in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft 600 Leistungspunkte als Zweiter abgeschlossen. Das läuft eigentlich manchmal besser, möchte ich mal sagen. Aber da müssen wir sehen, ob wir jetzt das zweite Rennen packen können. Ich weiß auch nicht, gehe ich hin und mache jetzt mit Schaltpedal und so, damit wir uns nicht verschalten? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, wir belassen das so. Wir gehen zum nächsten Rennen, das müssen wir doch auch so schaffen. Mal gucken, was jetzt für eine Strecke kommt. Ach, schon wieder Tokio R246. Na, das ist ja richtig abwechslungsreich. Sind das jetzt genau dieselben drei Strecken, oder was? Das wäre nicht so cool, weil, dann kommt ja noch die letzte hügelige Strecke, ja? Wovon ich in der letzten Session schon mal gewarnt habe, bevor ich gewarnt habe. Und wenn wir da jetzt mit einem Hecktriebler unterwegs sind, kann es dann doch sein, dass uns das auf und ab, die Hochs und Runters, zum Verhängnis werden, ja? Aber das müssen wir dann mal sehen. So wie wir alles mal sehen müssen hier. Und erstmal müssen wir aber jetzt Gas geben. Oh, sieht schon nice aus. Zack, dritter Gang, vierter. Nummer 1 kassiert. Ah, und schon wieder verschaltet, da sind wir wieder zurück im zweiten Gang, alles klar. Ich habe gerade überlegt, ob die Bremsen wirklich schlechter sind und
wir haben ja gerade mit dem Nissan Skyline immer auf der Bremse richtig aufholen können, ja? Das heißt, das können wir jetzt nicht mehr machen, wenn die Bremsen ein bisschen schlechter sind. Da müssen wir irgendwie andere Wege und Methoden finden. Und das kann echt schwierig werden, wenn wir uns hier so dumm anstellen, wie die ganze Zeit schon, wenn wir uns verschalten und so weiter. Aber die Rennreifen haben wir noch drauf. Ja, auf jeden Fall, sonst würden wir noch anders hier durch die Gegend fahren. Und viel mehr rumschleudern. Boah. Das bisschen übersteuern können wir gerade eben noch abfangen. Aber ist dennoch nicht cool. Kostet alles Zeit. Ich bin immer froh, wenn ich die Gänge treffe hier. Früh genug. Weil das kostet nämlich auch immer eine Menge Zeit. Wenn du dann auch wieder, also bis du das erstmal merkst, dass du den Gang nicht drin hast. Und dann den Gang wieder reinzufrickeln da, das ist natürlich auch nicht so geil. Da werden wir noch angestupst. Vielen Dank, der hat uns ein bisschen in die richtige Bahn geleitet. Ganz knapp. Dritter Gang kommt ein bisschen zu spät. Vierter. Komm schon, wir sind neun Platzierter. Was sagt der Abstand? Scheiße! Der war auch ein bisschen krass. Ich habe gedacht, die Kurve kommt ein bisschen später erst, die Rechtskurve. Und da war die auf einmal schon da. Und er hat uns da mal derbe das Genick gebrochen. Was ist hier los? Alles klar, ich mache mal eine Aufnahmepause. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.